wenn man so will, entschieden widersprechen. Na, ich finde es einfach eine leere Parole. Tut mir leid. Ich glaube nicht, dass wir über den Asylstrom, der zu uns kommt, Arbeitskräfte gewinnen können. Vielleicht zum Teil. Aber wenn wir wirklich über Fachkräftemangel reden wollen, dann müssen wir über eine Fachkräftebewerbung im Ausland und eine Konkurrenz mit anderen Ländern, die das tun. Das heißt, wir sollten es vielleicht anders machen und nicht warten. Und das ist genau das, was Sie sagen, bis die Leute zu uns kommen. Und dann ist egal, ob sie halt hier Arbeit suchen oder als Asylbewerber hierher gekommen sind, sondern wir müssen die Kräfte, die wir brauchen, im Ausland bewerben, und das bedeutet eine ganz andere Migrationspolitik, die wir betreiben sollen. Dass Asylbewerber zu uns kommen, ist eine ganz andere Sache. Und ja, ich bin absolut bei Ihnen, dass wir versuchen sollen, diese Menschen in den Arbeitsmarkt auch zu bringen. Und ich glaube, es passiert da viel Richtiges, aber auch viel Falsches, weil wir auch nicht die Kapazität haben, Sprachkurse anzubieten. Wir haben die Kapazität nicht, bei jedem einen Integrationskurs anzubieten. Die Berufsschulen sind komplett überfordert, weil sie Zeit brauchen, bis diese Leute überhaupt eine Ausbildung machen können. All das können wir uns ersparen, wenn wir ganz anders auf die Sache angehen, indem wir A, gezielt Menschen bewerben von Ausland, die dieses Land brauchen und auch richtig begleiten, und B, die ungeordnete Einwanderung begrenzen, indem wir A, entscheiden, wer hier Hilfe braucht und wer nicht, und B, wer uns helfen kann und wer nicht. Und das können wir vor Ort machen und nicht warten, bis die Leute zu uns kommen. Darf ich da einmal ganz kurz einhaken, weil Sie es gerade angesprochen haben? Ich stimme Ihnen da völlig zu. Wir müssen aktiv werben. Sonst werden diejenigen, die wir haben wollen, nicht zu uns kommen, weil wir mit vielen Ländern im Wettbewerb stehen. Auch Polen, Tschechien um uns herum haben mittlerweile die absoluten Engpässe im Arbeitskräftebereich, Fachkräftebereich. Wir müssen aktiv werben. Nur das, was ich gerade gesagt habe, sind keine leeren Parolen. Wir wollen dieses moderne Einwanderungsgerecht. Es wird Einwanderungsrecht, es ist dieses Jahr, wird das auf den Weg gebracht werden. Wir brauchen das, was Zuwanderung regelt. Denn viele Menschen, die aktuell zu uns kommen, die vielleicht auch eine neue Perspektive hier im Land haben wollen, die kommen über das Asylsystem, obwohl das völlig falsche System für sie ist. Wir brauchen geregelte Zuwanderung. Und das ist etwas, was die Ampelkoalition dieses Jahr auf den Weg bringen wird. Und da muss man auch mit einigen Lebenslügen aus der Vergangenheit aufräumen. Das müssen wir machen, das muss anders geordnet werden. Und dann gehört natürlich aber auch dazu, klar und deutlich zu sagen, derjenige, der nicht sich an die Regeln hält, an die Spielregeln, der nicht die Möglichkeit hat, sozusagen diese Chancen wahrzunehmen, auch vielleicht der, der Möglichkeiten hat über das sogenannte Chancenaufenthaltsrecht, der kann auch nicht hierbleiben. Das gehört mit dazu. Das sind aber keine Parolen, sondern das aktive Politik der Ampel. Bei dieser Aussage bin ich absolut bei Ihnen. Ich meine, ich bin auch eine Einwanderer. Ich kam vor 18 Jahren und ich habe die Chance genutzt, um Teil dieser Gesellschaft zu sein. Und ich glaube, ich sitze jetzt mit Ihnen und diskutiere, und das ist ein sehr guter Beispiel für gelungene Integration, die wir brauchen, und zwar nicht nur bei ein, zwei, drei Personen. Aber die Frage ist, ich bin absolut bei Ihnen, aber die Frage, die ich hier stellen will, ist, wie schaffen wir aus Menschen, die fremd sind, Menschen, die vielleicht ganz anders sozialisiert sind, Menschen, die vielleicht ganz andere Werte mitbringen, eine Demokraten zu machen, die freiheitorientiert sind und die unseren Rechtsstaat nicht verachten und Teil dieser Gesellschaft werden wollen. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.